Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in 7 Days to Die. Mein Name ist Kubaner, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir befinden uns in meiner Let's Play Season 4 in Folge 90. Es sind nur noch 10 Folgen bis 100 und ich vermute fast, ich werde sie auch noch aufnehmen. Jetzt habe ich gerade festgestellt, ich habe ja die Marksman Quest hier. Und das Problem ist, glaube ich, ich muss sie mit einer Schrotflinte machen. Und ich habe zwar Schrotflinten, aber keine Munition. Das hier ist fertig gewesen, das ist auch fertig gewesen. Alteisenhelme, das müsste ich alles mal herstellen, gucken, ob ich es überhaupt kann. Das sind die Quests, die ich noch fast gar nicht gemacht habe. Das heißt, da würde ich mich jetzt eher mal drauf spezialisieren, weil ich habe keine Schrotflinte. Es macht also keinen Sinn, da nachzuschauen. Ich würde mal die hier, oder... Na, besser die hier aktiv machen. Nee, ich glaube, die ist besser. Und mach die mal aktiv, auch wenn ich davon gar nichts jetzt habe. Aber da besteht zumindest die Chance, Electrical Parts etc. zu bekommen, wenn ich... Habe ich eigentlich in der Kiste noch irgendwas drin gehabt? Nö. Das war ja meine... Ich muss mal Zeugs ablegen, die Kiste. So, da ist es. Das pompöse... Ich wollte eigentlich die Axt nehmen. So, sie ist offen. Wie für eine Brauerei typisch. Erstmal eine riesen Ladentheke mit zwei Safes. Okay. Die scheint da echt viel eingenommen zu haben. Aber den Müll haben sie vergessen. Aber jede Menge Cold Beer. Also zumindest steht das da. Und dann findest du kein Bier, ne? Was ist das denn für eine Brauerei, ey? Irgendwelchen Tee und... Da waren wir. Das ist aber echt schwach. Wow. Die Saves darf ich nachher nicht vergessen. Oh ja, yeah. Die können natürlich oben schlafen, die können natürlich unten schlafen. Und jede Menge Kisten. Wahnsinn. Oh, ist das irre. Ist das irre. Das sieht aus wie ein Hund, ne? Ist aber keiner. Ist das irre. Ups. Geht's da raus? Ja, wahrscheinlich. Ist das irre. Ich gehe aber erstmal hier rein. Die ist freigeschaltet. Ich mach mal zu. Geht gar nicht, okay. Moment, war das gerade eine Schrotflinte? War das gerade eine Schrotflinte? Ja, eine abgesägte Schrotflinte und Munition. Das heißt, ich würde vielleicht wenigstens ein bisschen vom Marksman machen können. Zählt ja auch, wenn er nicht aktiv ist, wenn ich das recht weiß. Halt. Die ist auch freigeschaltet. Aber interessant, dass die Dinger hier nicht gehen. Okay, das haben wir. Da habe ich nichts gesehen und da auch nicht. Ich fange mit den beiden da oben an. Oh. Oh.
Scheint eine reiche Brauerei zu sein. Ja, mit Bier kann man halt irgendwie Geld verdienen. Oh, was war das denn? Also, die Brauereien haben typischerweise Schrotflinten im Angebot. Da war doch noch eine Schrotflinte. Auch eine abgesägte, aber deutlich besser als die andere. Dann nehme ich doch mal die in Beschlag. Und außerdem hatte ich hier noch eine Remington. Wow. Ein Haufen geiles Zeug. Ich werde gar nicht weit kommen hier. Weil ich mein Inventar gleich voll ist. Keine Zombies, ich bin ein bisschen verwirrt. Sehe ich sie nun nicht, oder? Da oben könnte ja natürlich echt was sein, aber jetzt machen wir erstmal die Kisten hier. Und ich vermute, ich muss bald zurück. Geht sogar. Eine Werkbank habe ich ja schon. Chemiestation. Und da ist es auch schon voll. Kann ich irgendetwas verbrauchen oder zerlegen? Oder? Das könnte man zerlegen. Die zerlege ich jetzt einfach auch mal. Das auch. Habe ich noch ein bisschen Platz im Inventar bekomme. Viel ist es nicht. Ja, ich muss hier wieder her. Keine schlafenden Zombies, was ist das? Sehr seltsam. Okay, dann gehen wir hier raus. Ich komme wieder. Das steht auf jeden Fall fest. Und ich muss ja auch noch die Tresore machen. Moment. Ach, mach ich jetzt nicht. Nein. Ich gehe jetzt erstmal schnell zurück und komme gleich wieder. Das ist ja irre, was da alles drin liegt. Ich muss wahrscheinlich das ganze Zeug wieder sortieren. Oh, ich hasse es. Den habe ich schon gemacht. Kleinen Bungalow da hinten, der gar nicht so klein ist für einen Einzelspieler, finde ich. Ah, ist ein NPC. Lassen wir mal kämpfen. Lassen wir einfach mal kämpfen. Bah! Ring wäre super gewesen. Es geht natürlich auch ohne, wie man sieht, aber es tut halt weh. Ach, Mann. Man sollte springen. Das ist eigentlich immer tatsächlich, also das war der Sinn von diesem Ding, dass man springt. Ja. Dann klappt das auch mit dem Nachbarn oder wie auch immer man sagt. Ich guck mal, was ich sonst noch habe. Ich sortiere jetzt mal wirklich wieder richtig weg. Den können wir eigentlich zerlegen. Ich habe gar keine Zombies kaputt gemacht. Ne? Stelle ich gerade fest. Also zerlegt, wollte ich sagen. Also getötet schon, aber zerlegt nicht. So. Dann fangen wir mal hier an. Was haben wir denn zu essen mit? Wir haben mal das da.
Wir haben rohe Kartoffeln, die brauchen wir jetzt noch nicht da in dieser Kiste. Dann haben wir das. Trübes Wasser. Getränke. Die leeren Gläser nehmen wir wieder mit. Jo, das sieht doch schon mal gut aus. Ne, das war hier nicht hier drin. Zap, jetzt hier haben wir das drin, ne? Da kommt das rein, das kommt da nicht rein. Aber das und das und das. Das und das. Was ist das denn? Golden Rod Seed, okay. Okay. Diesen Skill oder diesen Perk muss ich auch noch irgendwie mal lernen, glaube ich. Ich glaube, das habe ich immer noch nicht gemacht. Heavy Banded Leg Armor. Fühle ich mich ja gleich mal ein bisschen. So, was haben wir denn hier? Medizin. Haben wir denn Medizin gefunden? Nicht? Ich bin erstaunt. Aber die Yucca könnten wir eigentlich auch hier unten reinmachen. So, was haben wir denn hier drin? Ich würde sagen, ich mache hier mal das Saatgut rein und das Ding, von dem ich jetzt echt nicht weiß, was es ist. Ach, das sind's. Da kann man wahrscheinlich Plastik draus gewinnen. Ja, so Versteckdosen. Ihr wisst schon, was ich meine. Vorne diese Frontblende. Habe ich Werkzeuge gefunden? Den können wir zerlegen. Den Kaffee können wir auf jeden Fall auch noch wegmachen. Oder irgendwas, was werkzeugähnliches ist. Nee, ne? Was ist das denn? Mechanical Parts. Das zerlegen wir. Das ist ja schon heftig, ne? Also die hat 29, 31, 14. Aber die ist schlechter. Deutlich schlechter, trotz allem. Das Militärzeug ist halt einfach echt gut, ne? Where? Okay, wir sind gleich gut. Dann könnte ich die zerlegen. Ich könnte die anderen auch mal eigentlich reparieren, muss ich sagen. So, was haben wir denn hier drin? Irgendetwas, was wir hier reinmachen können? Ja, hier zum Beispiel dieses Ding, ne? Das passt hier hervorragend rein. Das Geld passt hier auch sehr gut rein. Ich weiß zwar nicht, wo wir diese Dinger haben, aber die passen hier eigentlich perfekt rein. Also sollte ich die woanders haben, werde ich die dort rausnehmen. Die Stacheln und die Spitzen setze ich nachher gleich, wenn ich hier fertig bin. Rezepte haben wir keine gefunden, fällt mir da gerade auf. Ich gerade so drüber nachdenke, Rezepte haben wir keine gefunden. Das kommt doch garantiert auch hier rein, würde ich sagen. Das auch, das auch, das auch. Erde auch. Das alles nicht. Nee. So, hier haben wir Munition. Dann machen wir die auch da rein. Die Munition lassen wir mal. Wir haben ja jetzt eine Schrotflinte. Und hier haben wir das Zeug. Das ist ja perfekt. Das haben wir hier auch. Das würde ich jetzt mal damit reinmachen. Passt zwar nicht so wirklich, aber ist ja nur kurzfristig drin, denn wir werden halt, das ist ein Kleidungsstück. Dass das hier so viel besser ist, obwohl es tatsächlich einen schlechteren Wert hat. Weil es halt relativ gut aufgerüstet ist, ne? Moment, kann ich das denn? Moment, das andere.
Nee, ich kann es nicht reparieren. Schade eigentlich. Aber das würde ich mal nicht wegwerfen, weil das wird am Ende wahrscheinlich besser sein als das, was ich gerade anhab. Oh ja. Okay, da habe ich auch eine bessere. Da zerlege ich die auf jeden Fall. Militärfaser. Mechanical Parts. So, was brauche ich denn eigentlich? Ich brauche Electrical, Mechanical Parts und Components, Electrical, Mechanical Parts und Scrap Plastic. So viel hatte ich nicht, ne? Nee. Also, teilweise habe ich das Zeug. Fast aber nur. Okay, aber da sammelt sich das. Das heißt, das wird irgendwann ganz automatisch fertig werden. Das sind Teile von Waffen und das sind die kompletten. Zap. Da haben wir noch eine Remington. Die machen wir damit rein. Die Pistole machen wir auch damit rein. Jetzt fehlt nur noch das Kleidungsstück. Das weg mit. Ach, die Schrotflinte könnten wir auch hier reinmachen. Und das hätten wir hier. Das ist die Liste. Das muss noch alles repariert werden. Okay. Das lasse ich bei mir, denn dann habe ich hier ja schon mal wieder ein bisschen aussortiert. Das ist auch nett. Prima. So, und jetzt würde ich erstmal die Spitzen und die Stacheln setzen. Wieso habe ich jetzt hier... Ach so, ich habe was zerlegt und das war zu schnell wieder weg. Also eine Runde von den spitzen Stämmen. Und davor dann noch... Oh, eine Runde wollte ich eigentlich machen. Na gut. Denn die kann man ja auch aufwerten. Dann machen die natürlich auch noch mehr Schaden. Aber vor allem halten sie natürlich deutlich länger als die Stacheln. Und wie schon gesagt, sie verursachen natürlich überwiegend diesen Beinschaden, der dann die Zombies tatsächlich, also die Beine abreißt auf Dauer, beziehungsweise sie auf jeden Fall extremst verlangsamt dadurch. Und das ist in deiner siebten Nacht nicht so schlecht, wenn die verlangsamt sind. Aber ich merke gerade, das wird nicht reichen, was ich da so habe. Und das ist auch blöd. Na gut. Ich mache jetzt mal so, als hätte ich es nicht gesehen. Und mache halt da ein paar mehr. Aber ich muss noch welche machen. So viel steht fest. Und zwar, ich würde sagen, mindestens mal 30. Das Gebäude, da merkt man dann doch, dass es ganz schön groß ist, wenn man da ein paar Reihen drumherum schon hat. Gut, ich gebe jetzt natürlich hier durch meine vorherigen... Okay. Baufehler, auch das ein oder andere Ding extra weg. Aber das ist okay. Moment. Ich habe die frisch gesetzt. Die machst du mir jetzt nicht kaputt. Wo bist du? So weit weg, oder wie? Ich sehe nichts. Scheint dann doch wohl ein, wo auch immer gewesen zu sein.
Der ist sehr nahe. Ach, da ist er. Jetzt hatte ich wirklich Zeit zu zielen. Und treff nicht, ey. Das ist doch furchtbar. Oh, da kommt noch ein Zug weiter. Der erste ist weg. Du triffst mich jetzt gerade nicht, Junge. So, gut, weiter geht's. Mir fehlen immer noch Spitzen, so wie ich das sehe. Mindestens 1, 2, 3, 4, 5, so 6 Stück. Die machen wir doch mal noch schnell. Wo sind sie denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich mach mal noch einen 7. So wie ich mich kenne, setze ich mal auch schnell was daneben. Oder habe mich im schlimmsten Fall verzählt. So, jetzt habe ich noch eine. Ach nee, ich brauche sogar noch eine. Mehr. Hier muss noch eine hin. Die habe ich aber tatsächlich fertigen. So, damit man sie auch mal gedreht hat. Und dann hätten wir hier jetzt natürlich noch die Stacheln, die wir jetzt hier nochmal davor setzen. Für die Extraportion Schaden. Die werden jetzt wahrscheinlich auch nicht reichen, aber das würde ich jetzt als okay empfehlen. Au! Mann! Oh, da liegt ein Stein im Weg. Sieht das für eine Folgenacht schon mal ziemlich gut aus, wie ich sagen würde. Gefällt mir zumindest schon mal sehr, sehr gut. Und wie schon gesagt, wenn die jetzt nicht ganz reichen, ist das jetzt nicht so dramatisch erstmal. So, sehr schick. Jo, damit können wir doch echt was anfangen. Wie spät haben wir denn? 17 Uhr. Ich würde sagen, das reicht noch, wenn ich eine Wrench dabei hätte, die ich aber nicht habe, warum auch immer ich sie nicht dabei habe. Wieso habe ich keine Wrench mit? Habe ich keine mehr? Na gut, da hätte ich nämlich jetzt noch ein paar Autos zerlegt. Schade eigentlich. Wäre eigentlich nicht verkehrt gewesen. Noch ein paar Autos zu zerlegen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe immer den Eindruck, dass die Reifen tatsächlich respawnen. Kann das sein? Ich hätte immer gedacht, die respawnen nicht. So, jetzt haben wir natürlich wieder viel Holz ausgegeben. Das heißt, Brauerei muss warten bis zum nächsten Mal. Wir müssen noch ein paar Holzbauaktionen durchführen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao, ciao.